Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich gehe jetzt spazieren. Das ist echt voll schön. Voll schön. Ja, der 12. Tag meines Fastens. Ich glaube, ich muss mich so drehen. Oh, jetzt sehe ich ja gar nichts. In der Sonne. Und so stehen bleiben. Ich laufe. 12. Tag. Yes. Ich habe immer noch ein Hoch. Was mich natürlich auch erfreut, ne? Ein Hoch. Der Termin war heute auch gut. Positiv ausgelaufen. Und ja, hat mich auch mein Kollege dann angesprochen, ob ich morgen nicht seine Schicht übernehmen kann. Ja, kein Problem. Das heißt, dass ich morgen schaffe, übermorgen. Also ab Samstag sowieso. Und dann halt die ganze Woche an. Und dann überlege ich mir, ja, wann soll ich denn heim? Fastenbrechen machen. Wann soll ich das machen? Was? Also jetzt bei dem Hoch. Ja. Bei dem Hoch ist eigentlich doof, ne? 6 Kilo habe ich unten. Das ist natürlich auch positiver Nebeneffekt. Und ja. Und da gehen wir jetzt spazieren. Guck mal. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Kalt ist es bei uns, muss man sagen. Immer noch, aber naja, der Frühling kommt halt immer ein bisschen verspätet hier oben, gell, bei uns. Genau, ich hoffe, euch geht's gut und dass das Fasten bei euch gut geht, das Christliche natürlich auch Fasten, das hat ja auch angefangen. Ich habe mir überlegt, dass man mit dem Reis und so, dachte ich, nee, das ist ja doof, ne? Jetzt habe ich heil gefastet oder tu heil fasten und mit Reis ist doof. Was ich machen werde, für Sport, das ist gut und ja, mal gucken. Mal schauen. Ja, und natürlich auch posten jeden Tag, was gut tut den einen und den anderen. Genau. Und jetzt genieße ich es einfach. Die Natur, genieße es mit dem Hundi. Die Vögel fangen an zu zwitschern bei uns. Die kommen so langsam. Oh, einfach. Blauer Himmel, kalt, ja, ich muss meine Handschuhe anziehen. Guck mal, ganz, ganz rot, meine Hände. Ja, also, ihr Lieben, dann viele Grüße, danke fürs Einschalten, bis morgen. Also meine Brühe habe ich heute noch nicht gegessen oder getrunken, ne? Werde ich aber noch machen. Meine 2,5 Liter habe ich schon. Und wenn ich zu Hause bin, dann... Und ja, morgen ist ja Weltgebetsfrauentag der Frauen. In der Kirche und danach geht man ja ins Gemeindehaus. Also ich muss arbeiten. Das heißt, ich bin ja in der Kirche da. Und ja, im Gemeindehaus. Ja, das war nämlich vor 2 Jahren genauso. Ich habe gefastet und habe nichts gegessen. Das ist natürlich auch blöd. Kaffee kann ich auch nicht trinken. Tee kann ich trinken. Aber kurz vorbeischauen werde ich auf jeden Fall. Kurz vorbeischauen. Ist ja immer toll, ne? Frauen von den verschiedenen Ländern zu sehen und zu gucken, wie sie leben, und das ist einfach toll. Ja, gut, in diesem Sinne. Achso, ja, genau. Apropos helfen, ihr könnt immer helfen, jeden helfen, Obdachlosen helfen, denn jetzt, was momentan abgeht, ne? Spenden helfen, also Kleidung oder sonst was, alles, jeder kann helfen. Jetzt kommt die Mio, aber wie, aber wie, aber. Mio, komm! Nee, jetzt hat sie ein Stückchen. Boah, herrlich, herrlich. Also, bis dahin.